Burgenländische Bildungstelefon unterstützt Jugendliche, Erwachsene und Senioren in allen Fragen der Aus- und Weiterbildung. Landesweit, anbieterneutral, anonym und kostenlos. Guten Tag, Herr Lang. Ich hätte da gleich zwei Fragen an Sie. Seit wann gibt es das Bildungstelefon und wer hat es ins Leben gerufen? Das Burgenländische Bildungstelefon gibt es jetzt seit dem Jahr 2010. Das Bildungstelefon ist aus der Idee heraus entstanden, burgenlandweit eine Anlaufstelle für Bildungsinteressenten anzubieten. Und es wurde jetzt im Rahmen des Phasing-Out-Programms Burgenland finanziert, wird von der Burgenländischen Konferenz der Erwachsenenbildung getragen und von uns, der Burgenländischen Forschungsgesellschaft, durchgeführt. Das Internet ist die moderne Bibliothek von Alexandria. Wissen ist heute frei verfügbar. Welche Aufgabe übernimmt da die Bildungsinformation? Ja, das war ein wesentliches Motiv für uns, weil es eben diese Vielfalt an Wissen gibt, das Bildungstelefon zu schaffen, weil es sehr, sehr schwierig ist für sozusagen Nicht-Fachkundige oder für Laien, durch diesen Dschungel der Bildungsangebote hindurchzukommen und das passende Angebot zu finden. Und da ist es Aufgabe des Bildungstelefons, den Ratsuchenden, die Ratsuchende bestmöglich zu beraten, sozusagen eine Schneisen durch diesen Bildungsdschungel zu schlagen. Und das wird auch sehr gut angenommen. Frau Wilfinger, Sie sind Bildungsberaterin. Wer nimmt Ihre Angebote besonders in Anspruch? Unsere Angebote werden besonders von Frauen in Anspruch genommen. Ungefähr 70% aller Klienten bei uns sind weiblich. Man kann auch sagen, dass sich das Bezirksverhältnis nach Heimatorten aufteilt. Das heißt, 50% der Anruferinnen sind aus dem Nordburgenland und 50% aus dem Mittel- und Südburgenland. Weshalb diese hohe Frauenquote? Ich glaube, dass Frauen eher bereit sind, Hilfe in Anspruch zu nehmen und so leichter den Weg in die Bildungsberatung sozusagen zu finden. Natürlich haben Frauen auch ein hohes Weiterbildungsbedürfnis und haben erkannt, dass es notwendig ist, besonders im beruflichen Bereich Weiterbildung in Anspruch zu nehmen, um fortzukommen sozusagen. Was sind so die häufigsten Fragen? Es dominieren auf jeden Fall Fragen zu beruflicher Aus- und Weiterbildung. Das heißt, es werden alle möglichen Bereiche gefragt. Besonders stark ist der Sozialbereich, sind die Anfragen sehr hoch. Aber auch im Bereich Technik wird gerne nachgefragt. Ein zweiter Punkt, der sehr gerne gefragt wird, ist die Frage nach einer Förderung. Wer fördert meine Ausbildung? Es gibt auch sehr oft Gespräche zum Thema burgenländischer Arbeitsmarkt. Was ist gefragt? Was brauche ich? Naiv gefragt, ist diese permanente Weiterbildung wirklich notwendig? Früher hat man einen Beruf gelernt und das war es dann eigentlich mit der Ausbildung. Mittlerweile gibt es sehr viele Angebote an beruflicher Aus- und Weiterbildung. Das hat auch seinen Grund. Die heutige Zeit ist nicht mehr so wie früher. Es ist notwendig geworden, sich lebenslang weiterzubilden und Lifelong Learning ist nicht nur mehr ein Luxus, sondern eine Notwendigkeit geworden, um am heutigen Arbeitsmarkt bestehen zu können. Eine ganz besondere Form der Beratungsleistung, die Sie anbieten, ist die E-Mail-Beratung. Wir bieten E-Mail-Beratung an, zusätzlich zum Bildungstelefon. Das Bildungstelefon ist 5 Tage in der Woche besetzt. Für all diejenigen, die nicht anrufen möchten, haben wir eben die E-Mail-Beratung eingerichtet. Das heißt, die Anfrage wird per E-Mail gestellt und auch per E-Mail beantwortet. Und zusätzlich bieten wir noch mobile Bildungsinformation und Beratung im Rahmen der BIP Mobil an. Das heißt, da geht die BIP nach draußen und versucht, Leute zu erreichen im direkten sozialen Umfeld. Das heißt, auf öffentlichen Veranstaltungen, Festen, Märkten und so weiter. Was bieten Sie darüber hinaus an? Die Bildungsinformation bietet darüber hinaus das Kurspaket an. Das ist eine kostenlose Serviceleistung von uns. Man kann das Kurspaket mit allen Programmen der burgenländischen Erwachsenenbildungsanbieter per Internet oder auch am Telefon bestellen und hat so eine Möglichkeit, sich einen Überblick über die burgenländischen Bildungsangebote zu verschaffen. Herr Lang, noch eine letzte Frage an Sie. Gerade Menschen mit Bildungsdefiziten genieren sich oft, ihre Schwächen darzulegen. Wie erleichtern Sie Bildungssuchenden den Zugang zu Wissen? Also das Bildungstelefon ist sicherlich eine sehr
wie man sagt, niederschwellige Technologie im Beratungsbereich. Es ist anonym, es ist sofort erreichbar, man braucht keine Termine zu vereinbaren im Vorhinein und man muss nicht mobil sein. Also eine Zielgruppe der Bildungsberatung sind eben sogenannte Bildungsferne und deren Problem ist eben oft, dass sie nicht mobil sind, dass sie auch eine große Scheu haben, oft auch vor direkten Kontakten. Und da schafft das Telefon eine gewisse Distanz und Anonymität. Und das hat sich sehr, sehr gut bewährt. Also da ist das Bildungstelefon wirklich eine sehr gute Technologie, um auch diese Gruppen zu erreichen. Also von Kalch bis Kizzee können wir hier das Burgenland abdecken mit einem sehr guten Angebot. Die Bildungsinformation Burgenland ist nicht nur telefonisch erreichbar. Ihre Fragen können Sie auch per E-Mail oder bei einem persönlichen Termin klären. Infos dazu finden Sie unter www.bib-burgenland.at. Diesen und alle weiteren RMB-Videopodcasts finden Sie wie gewohnt unter www.rmb.at. Ich sage danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.